Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir als Sportler, wir bewegen uns ja regelmäßig, aber die Frage, die wir uns jetzt gestellt haben, ist, wie viel sollte man sich eigentlich bewegen? Gibt es hier vielleicht sogar Empfehlungen, die sagen, du musst so viel Sport die Woche machen, um ein gesundes Leben zu führen? Eins steht auf jeden Fall fest, Sport ist gesund und Bewegung, die schadet uns auf keinen Fall. Also schauen wir mal, was es da so für Empfehlungen gibt. Wie viel wir uns in einer Woche tatsächlich bewegen sollten, ist wirklich klar definiert. Und es ist nicht einfach nur Pi mal Daumen dahergeschätzt. Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, die empfiehlt nämlich 150 bis 300 Minuten Bewegung in moderater Anstrengung, das heißt eigentlich recht locker, und die sollten wir uns bewegen. Das heißt, das sind mindestens 2,5 Stunden pro Woche bis eben 300 Minuten. Also da geht die Spanne schon ordentlich nach oben. Und wie wir uns jetzt da bewegen sollten, ob wir laufen gehen oder Radfahren gehen zum Beispiel oder auch schwimmen gehen, das ist hier von der WHO nicht klar definiert. Und wir schauen uns jetzt in einem weiteren Schritt an, wie man auch Bewegung optimal in den Alltag einplanen kann. Wir haben jetzt gerade gehört, dass man moderate Bewegung bzw. intensive Bewegung durchführen soll. Je nachdem eben für was man sich entscheidet, variieren hier die Dauer, die pro Woche absolviert werden sollen. Hier gibt es eine Faustregel und meistens ist es viel leichter, moderate Bewegung anhand des Puls zu definieren. Da hört man dann sowas wie GA1, GA2 Bereiche manchmal oder man kann auch einfach sagen, zwischen 60-70% deiner Maximalherz, also von deiner Maximalherzfrequenz, dort bist du in einem guten moderaten Bereich. Aber auch zwischen 70-80% kannst du noch eine moderate Belastung durchführen, wo du aber schon ein bisschen höher gehst. Das heißt, da kommt schon ein bisschen mehr in die Intensität. Und umso höher hier dein Puls zum Maximalpuls näher kommt, umso mehr wird die Intensität immer höher und höher. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass du moderate Belastung machst, da bist du sicher in diesem GA1-Bereich, also so zwischen 60-70% von deiner Maximalherzfrequenz unterwegs. Da kannst du dann längere Ausdauereinheiten noch machen, das heißt, du kannst von 30 Minuten bis zu mehreren Stunden hier die Belastung durchhalten, weil eben dein Körper nicht so schnell ausbelastet wird. Hingegen umso höher der Puls wird, also mehr Richtung Maximalpuls, umso weniger lang kannst du natürlich diese Belastung durchführen. Ähnlich wie ein Grundlangdauerlauf, der dauert meistens länger als eine Sprinteinheit. Und jetzt nochmal zurückzukommen, eben moderate Bewegungen, eben so zwischen 150 und 300 Minuten pro Woche, sind dann eben im Pulsbereich 60-70% deines maximalen Pulses. Auf die Bewegungsminuten, auf die kommst du einerseits natürlich mit deinen Trainingseinheiten, egal welchen Sportart du jetzt hier trainierst, so sammelst du auf jeden Fall gute Bewegungsminuten. Aber du kannst dir auch Bewegungsminuten immer wieder im Alltag herholen und das Ganze funktioniert eigentlich ziemlich einfach. Du brauchst nur zum Beispiel statt einmal der Rolltreppe oder den Aufzug die Stiegen verwenden und zum Beispiel täglich in deinem Büro zu Fuß nach oben gehen. Oder auch nicht mit dem Auto zum Bahnhof fahren, sondern zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Einmal ein paar Busstationen zu Fuß gehen. Du kannst so einfach immer wieder auf ein paar Bewegungseinheiten kommen und Weg einfach mit körperlicher Anstrengung zurücklegen. Und wenn du das in deinen Alltag einbaust, dann wirst du merken, da sammelt sich eigentlich recht viel zusammen, wo wir einfach mit im Laufe der Zeit immer fauler wurden sozusagen und immer wieder auf Alternativen zurückgreifen, die uns nach oben bringen, wie der Aufzug oder die Rolltreppe. Also schau einfach, dass du da dich wieder mehr auf deinen Körper verlässt und vieles selbst bewältigst. Jetzt müsst ihr nur noch bedenken, die WHO, die empfiehlt Durchschnittsbürgern und Bürgerinnen diese Empfehlung. Stell dir mal die Frage, wohin möchtest du, welche Ziele hast du und bist du wirklich ein Durchschnittsbürger? Möchtest du Sport machen, nur um fit zu sein oder möchtest du Sport machen, um persönliche Ziele zu erreichen, immer schneller zu werden, deinen Körper an die Grenzen zu bringen? Hier musst du differenzieren. Wenn du eben nur der gesundheitsbewusste Mensch bist, der nur das machen will, was nötig ist, um gesund zu leben, dann halt dich an diese Richtlinien. Bist du aber eben der motivierte Sportler, der mehr aus sich herausholen will, der sich challengen will, dann nimm dir nicht allzu viel an diesen Richtlinien heraus, sondern schau einfach, dass du selber hier deinen eigenen Trainingsplan aufsetzt, weil 150 Minuten, sind wir uns mal ehrlich, das sind 2,5 Stunden, die hast du vielleicht schon am Dienstag erledigt, wenn du fleißig bist. Nämlich zum Beispiel eine Radeinheit von 3 Stunden am Samstag und du hast das Limit schon komplett gesprengt, heißt dann, du kannst die restlichen 6 Tage gar nichts mehr machen. Denke nicht, dass unsere Community genau so denkt, deshalb nochmal der Tipp eben,
Schreib dir immer wieder einen Trainingsplan auf, schau, was schaffst du, was verträgt dein Körper und achte auf jeden Fall auf die Regeneration. Und wenn du da eben mehr machst, dann bist du auf jeden Fall nur noch gesünder und ja, Vorschriften, Regelungen, Empfehlungen sind da, aber man kann sie auch brechen. Das hat schon mal so ein oder anderer Künstler gesagt. Also, das Fazit ist, es gibt eine Vorschrift oder eine Empfehlung, wie viel wir uns bewegen sollten, aber mehr zu machen schadet in dem Fall sicher nicht. Nimm dich auf jeden Fall bei der Nase, schau, dass du auf jeden Fall diese 150 Minuten übers Jahr gesehen pro Woche durchführst, weil dann bist du auf jeden Fall fitter als dein Arbeitskollege oder deine Arbeitskollegin, nehme ich mal an. Schreib uns gerne mal unten in die Kommentare, ob du weißt, wie viele Minuten du dich in der Woche circa bewegst. Also, wir sind gespannt und wir knacken diese auf jeden Fall jede Woche regelmäßig. Wir sehen uns dann wieder nächste Woche beim nächsten Video.